Was geht ab, meine Seafighter, Osirir? Und wenn man aufsteht und das dabei sieht, dann ist total RIP. Dann ist GG, denn im japanischen Dokkan Battle gab es einen Data-Download. Wir sehen einen neuen Jiren, Kefler, Kale, Caulifla, etc. etc. Elevator Blue. Und deswegen gibt es natürlich hier und heute und jetzt alle Informationen dazu. Wir schauen uns das Ganze an auf Twitter, aber alle Shoutouts gehen natürlich an diejenigen Personen, die das Ganze geleakt haben. Dokkan Reddit, jeder, der da beteiligt ist. BBC Space, Goresh speziell für die Übersetzungen. Und @AyatoneHD für die Bilder, für die HD-Bilder an der Stelle. Lieben Dank an alle, die da beteiligt sind. Die Links sind natürlich auf Twitter, ihr könnt es euch gerne zu jeder Zeit ansehen. Anyways, unsere Agility Caulifla Super Saiyan 2 hat nun ihr Awakening bekommen. Sie sieht demnach so aus. Ich finde das Artwork wirklich cool und gut getroffen. Was kann sie aber nun? Leader Skill. All Types Keep Plus 2 HP und auf 70% ist ein wirklich sehr guter und solider Rainbow Leader. Sie macht Supreme Damage, erhöht ihre Verteidigung 30% für 3 Runden. Sie bekommt durch ihre Passive 90% auf ihren Angriff, hat eine hohe Chance, gegnerische Angriffe zu dodgen und eine Medium Chance, gegnerische Ultis zu dodgen und diese mit Tremendous Power zu kontern. Heißt, sie hat einen Buff bekommen von 20%, ihr Nicht-Awaken hat 70% gehabt auf ihren Angriff. Boost, nun hat sie 90%, ist wirklich sehr, sehr gut, ein solider Buff, sehr guter Buff. 70% waren so, ja, okay, nehme ich an, aber 90% sind echt solide, kann man sich nicht beschweren, zumal ihre Passive dann das mit dem Dodgen wirklich gleich geblieben ist, nur sie macht jetzt dann nun auch Tremendous Power, wenn sie die Ulti dodgt und kontert. Link Skill, Battlefield Diva, Super Saiyan, Golden Warrior, Universe 6, Prepared for Battle, Tournament of Power, ja, und Shattering the Limit. Leider ist es Shattering the Limit, es sind quasi keine Dokkan Awakening von Dokkan Fests, von Dokkan Events, sie bekommen kein Fierce Battle, weder Caulifla, Kale noch Kefla, werden wir uns aber auch demnach entsprechend anschauen. Finde ich schade an der Stelle, denn wirklich jeder Charakter, den ich gerade aufgezählt habe, bekommt sehr gute Keys durch ihre Link Skills. Und weitere Angriffboost hätte nicht geschadet, speziell bei Kefla. Leider kein Fierce Battle, Shattering Limit, was soll's, wir nehmen es hin. Ich finde es leider ein bisschen, man hätte ruhig Fierce Battle geben können durch ein Dokkan Event. Aber, mein Gott, sei es drum, wir nehmen es auf jeden Fall an. Was heißt das im Prinzip, ich sage es jetzt schon mal außen vorweg. Heißt, sie werden in irgendeiner Art und Weise durch gewisse Stages erweckbar sein. Ich vermute eher, dass neue Stages zum Tournament of Power Story Event kommen werden. Denn das Ganze ist ja in JP kürzlich erst wieder online gegangen. Finde ich sehr, sehr cool, dass so ein Story-Event immer und immer mehr erweitert wird. Also bin ich ein Fan davon. Und wenn die Charaktere dadurch ihr Awakening bekommen, bin ich für. Sie ist in der Kategorie Universe Survival Saga Peppy Golds. Wir kommen mal wieder zurück zum Ganzen. Dann haben wir hier Kale. Kale ist halt an der Stelle auch total RIP. Ihr Artwork ist insane. Was kann sie? Kale Berserk. Berserk, okay, sagen wir es so. Berserk. Physisch Type, Keep Plus 2, HP und Level 90%. Sie macht immense Damage und verringert die Verteidigung des Gegners. Bevor sie nicht awakened war, hat sie durch ihre Ulti 30% weniger auf ihre Verteidigung bekommen. Nun verringert sie die Verteidigung des Gegners, heißt an der Stelle ein sehr guter Buff für sie. Ihre Passive. Sie bekommt 100% auf ihren Angriff und sie macht eine Additional Attack mit einer Super High Chance, das jetzt wirklich mal zum ersten Mal in einer Passive, dass es so steht, super high chance, also fast immer eine Ulti durch die Additional Attack. Heißt, wir sehen jetzt zwei Ultis mit Immense Damage und 120% auf den Angriff. Oh mein Gott, da gebe ich euch dann recht, wenn ihr sagen, okay, Shattering Limit passt da, denn sie macht so viel Schaden. Also, okay, gut. Dann verstehe ich das bei Jan der Stelle. Link Skill Battlefield Diva, Berserker, Saiyan Lineage, Universe 6, Prepared for Battle, Tournament of Power, Shattering Limit. Sie ist in der Kategorie Universe Survival Saga und Peppy Golds. Machen wir weiter. Oh mein Gott! Ich glaube, ihr wisst, ich bin ein totaler Kefla-Fan. Kefla an der Stelle. Das Artwork. Aber, ja, wir müssen uns, glaube ich, einig sein, dass dieses Artwork eigentlich einem Dokkan-exklusiven Charakter wirklich würdig wäre. Leider ist sie kein Dokkan-exklusiver Charakter. Also, es ist die Kefla, die wir schon haben, Super Saiyan Kefla. Und sie bekommt dann ihr Rebirth, ihr Awakening. Aber ich habe ja bis zuletzt gehofft, dass wirklich ihr eigenes Dokkan-Fest kommt. Leider wird das nicht der Fall sein. Egal, wie gesagt, wir nehmen es hin. Aber dafür, dass sie kein Dokkan-exklusiver Charakter ist, ist sie insane. Leader Skill. Sie gibt der Portal-Kategorie Ki plus 3 auf jeden Attribut 150%. Und das meine ich. Es ist wie ein Leader, es ist wie ein Dokkan-exklusiver Charakter. Deswegen nehme ich das an der Stelle auf jeden Fall an. Super Attack macht immense Damage und verringert die Verteidigung des
des Gegners sehr stark. Passive. Change in Key in physisch Key und bekommt jetzt nun auf Angriff und auf die Verteidigung 12% pro Key, den sie einsammelt. Nicht mehr physisch Key, sondern egal welcher Farbe, es steht auch dran, pro Key. Was heißt das? Im Prinzip wird man trotzdem noch, ja, durch ihre Passive, da sie in physisch ändert, mehr oder weniger physisch Orbs einsammeln. Aber falls man dazu kommt, dass keine physisch Orbs auf dem Feld sind, dann zählt da wirklich jeder Key. Medium Chance, dass sie die Angriffe des Gegners dodge. Sie machen Additional Attack mit einer hohen Chance, das wurde jetzt, war auch ein Buff jetzt, davor war es Medium Chance, mit einer hohen Chance, dass es ein Super Attack wird. Link Skill, Battlefield Diva, Super Saiyan, Fuse Fighter, Power Best of by God, Universe 6, Tournament of Power und Shattering Limit. Sie gehört zur Kategorie Universe Survival Saga und Peppy Goals. Super Saiyan 2 Kaba, das ist der Kaba, der Tech Free-to-Play Kaba aus dem Story Event Universe 6 gegen Universe 7. Er bekommt auch ein Awakening. Was kann dieser Dude danach? Er gibt Tech Types, Keep Lucy auf jeden Fall 30%. Er macht Supreme Damage und bekommt durch die PS 80%, wenn er eine Ulti macht, auf seinen Angriff. Und für jeden, das ist jetzt eine neue, das ist eine neue Mechanik und die finde ich wirklich sehr interessant. Für jeden Universe Survival Saga Teammitglied im Team, für jeden Charakter, der im Team ist und zur Kategorie Universe Survival Saga gehört, bekommt er bzw. erhöht sich seine Chance zu critten um 7%. Heißt, wenn euer ganzes Team aus Universe Survival Saga Charakteren besteht, sollten das 42% sein. An der Stelle wirklich sehr, sehr cool. Link Skill, Golden Warrior, Super Saiyan, Saiyan Lineage, Universe 6, Shattering the Limit, Tournament of Power, Saiyan Pride und Universe Survival Saga. Alright, und ich glaube, auf den haben alle gewartet. Jiren. Jiren, was gibt es zu Jiren an der Stelle zu sagen? So sieht sein Artwork aus. Und Jiren wird genau so erstmal, so ist es in den Daten, kommen wie den Int Ultra Instinct Saiyan Goku, nämlich ohne Awakening. Soll nicht heißen, dass er eventuell mit einem Awakening kommt, denn wir werden gleich sehen, wann das Ganze online kommt und dann werden wir näher drüber reden. Aber was kann dieser Dude, also wir betrachten die Sachen, das ist nicht sein Awakening, ohne Awakening ist das. Und zwar, Leader Skill ergibt der Universe Survival Saga und ich habe das schon irgendwie spekuliert gehabt und oder im Gefühl gehabt, dass er wirklich Universe Survival Saga Leader wird und er ist tatsächlich geworden. Er gibt dieser Kategorie Keep Plus 2 auf HP und F 120% oder Strength Charakteren Keep Plus 2 HP und F 40%. Also wirklich das Ebenbild zu Ui Goku sein. Er macht immens Damage und verringert die Verteidigung des Gegners stark. Haltet euch fest, seine Passive. Er bekommt auf seinen Angriff und auf die Verteidigung 120% at Start of Turn, also quasi, wenn er da ist, im Kampfgeschehen ist. Und er hat eine Medium Chance, alle Gegner zu stunnen. Alle Gegner zu stunnen. Und es ist noch nicht mal sein Awakening. Und er hat jetzt schon 120% auf Angriff und Verteidigung. Also Ripsoluki an der Stelle. Links hier, Cold Judgment, Shaken Sweet, Infighter, Hero of Justice, Godly Power, Tournament of Power. Er ist in der Kategorie Universe Survival Saga. Und, ihr seht das nicht, lasse ich mich kurz mal ein wenig verschieben. Realm of Gods. Er ist auch in der Kategorie Realm of Gods. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Alright. Aber dann gibt es noch weitere Karten, die hinzukommen werden. Und hier haben wir auch die Uhrzeit dann. Die Uhrzeit ist hier gelistet. Wann kommen diese ganzen Karten online? Ist vielleicht eine komische Uhrzeit. Am 18. März um 5.40 Uhr morgens unserer Zeit. Ja, das ist quasi nach der Folge, nach der Dragon Ball Super Folge, wo Goku gegen Jiren kämpft, wird das Ganze online kommen. Außer Elevigito Blue, der kommt dann am 22. März. Alles andere kommt am 18. März, Sonntag, wie gesagt. Und Leute, was heißt das? Entweder, also Spekulation, reine Spekulation, er wird damals wie Int Ui Goku kommen, nur Jiren selbst in dem Banner und die ganzen Charaktere werden quasi in seinem Banner sein, gefeatured, dass man sie wieder ziehen kann und ihre Awakenings werden sie dann durch das Event bekommen, das Universe Survival Saga Event, was auch online ist in JP, da werden weitere Stages hinzukommen, bin ich ein Fan davon, würde ich gerne annehmen. Und was auch sein könnte ist, Dual Dokkan Festival vielleicht, ja, Jiren mit Ui Goku, beide bekommen direkt ihr Awakening, da kommt noch ein Data-Download, beide kommen so raus im Dual Dokkan Festival. Könnte sein, was ich mir halt wirklich so bildlich vorstelle, wenn ich den jetzt sehe, ist, wir bekommen sowohl ihn, als auch Ui Goku Sign ist online, und wenn beide sich dann awaken, zu der Kampfszene, wo sie quasi all out gehen, ich will da nicht an der Stelle spoilern, und ihre letzte Form erreichen. Das wäre cool, aber das halte ich eher für unwahrscheinlich. Könnte natürlich sein. Ich denke eher, der Dude wird erstmal vor SV Ui Goku sein, wie er damals nach der Episode kommen in seinem eigenen Banner. Ich hoffe, Ui Goku sein wird auch in dem Banner gefeatured sein und alle anderen Charaktere sollten das dann auch sein.
Aber dann haben wir noch hier ein, zwei weitere Charaktere. Zum Beispiel C18 ist ein neuer Charakter. Sie ist ein SSR, der wahrscheinlich aus dem Banner droppen wird. Was kann sie? Gucken wir uns ganz kurz an, was sie kann. Und zwar gibt es die Tech-Type-Charaktere. Keep-Lusai auf HP 150%. Sie macht Supreme Damage und erhöht ihre Verteidigung um 30% für 6 Runden. Sie bekommt auf Angriff und auf die Verteidigung 50% und ändert physisch Key in Tech Key und bekommt pro Rainbow Key, den sie einsammelt, 12%. Okay, das ist ein bisschen komisch, dass sie dann Rainbow Key einsammeln muss. Links Android, Innocence, Battlefield, Diva, Tournament of Power, Twin Terrors, Infinite Energy, Universe Survival Saga Kategorie und Peppy Golds. Dann haben wir zudem, wirklich sehr, sehr cool, ein SR Kale. Die wird zum Super Saiyan 2 Kale, indem sie ihre Form quasi kontrollieren kann. Finde ich sehr cool. Und eine Kalifla, sie wird zum Super Saiyan 2 Kalifla. Diese beiden sieht total danach aus, dass sie farmbar sein werden aus neuen Stages vom Universe Survival Saga Event. Und an der Stelle dann auch gilt die Super Saiyan 2 Kalifla natürlich eine farmbare Essay. Was können die beiden jedoch? Das ist quasi aus der Szene, wo sie zusammen angreifen. Und zwar Kalifla, Strength Type Keep plus 2, HP Attack und Death 30%. Deal Supreme Damage to Enemy and Raise Death by 30% für eine Runde. Für jeden Universe Survival Saga Teammitglied bekommt sie auf den Angriff 20%, Maximum ist 80% und ihre Dodge-Chance erhöht sich um 15%, Maximum ist 60%. Battlefield Diva, Super Saiyan Genius, Universe 6, Shattering Limit, Tournament of Power Prepared for Battle, Universe Survival Saga, Peppy Golds. An der Stelle, Super Saiyan 2 Kale gibt In-Type-Charakteren Keep Lusser HP 30%, Supreme Damage macht sie, verändert Verteidigung des Gegners und sie ist quasi ein Supporter. Sie gibt der Universe Survival Saga Kategorie Keep plus 2 auf Attack und F30%. Sie hat Battlefield Diva, Super Saiyan Rival Duo, Universe 6, Shattering Limit, Tournament of Power, Prepared for Battle, Universe Survival Saga und Peppy Gods. Gut, dann gibt es noch quasi ein, zwei Sachen, die zurückkommen werden und zwar Super Saiyan 3 Extreme Z Awakening, Extreme Z Battle von Goku wird zurückkommen fürs japanische Dokkan Battle am 18. Ein neues Celebration wird kommen. Und Jumper Event kommt auch zurück, da werdet ihr dann Kaba farmen können quasi. Neue Mission wird es geben, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ab jetzt jeden Freitag gibt es ein Stone für 300 Stamina, die man verschwendet. Clear all Stages for the new Tournament of Power, die Opening Stages. Das meine ich dann damit, dass dann wahrscheinlich neue Stages hinzukommen werden. Da kann man zudem aus der Mission Khalifa droppen in Kale. Die Medaillen zu den ganzen Charakteren und. Das könnt ihr euch gerne mal auf jeden Fall mal an der Stelle ansehen. Alles klar, Leute. Viele Informationen zu den Charakteren. Ich hoffe, ich kann alles darstellen. Falls ihr Fragen habt, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ansonsten hoffe ich, ihr habt das Ganze genossen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.